So, ihr Lieben, wir sind heute auf unserem Dach. Mhm. Wir haben nämlich... Ist gar nicht mein Ding. Nee, Ilans Ding ist es gar nicht. Aber er möchte mich auch nicht alleine hier oben rumspringen lassen. Deshalb ist er als seelische Unterstützung dabei. Wir wollen nämlich gerne unser Dach einfach mal unter die Lupe nehmen. Wir waren nämlich seit dem Einzug gar nicht mehr hier oben drauf. Und wir haben hier oben ja auch Regenrinnen. Und gerade im Herbst ist so viel Laub gefallen, weil wir ja glücklicherweise von Bäumen umgeben sind. Ja. Und das heißt, wir nehmen euch jetzt einfach mal mit, zeigen euch die Regenrinnen, schauen uns zusammen an, ob sie verstopft sind, machen die sauber für den Sommer. Jetzt blüht ja alles so wunderbar. Und zeigen auch überhaupt mal, wie das hier oben aussieht. Genau, weil wir überlegt haben, ob wir euch überhaupt schon mal richtig mit aufs Dach genommen haben. Schon durchgetrocknet. Ja, aber das ist auch gut, dann hast du nicht so ein Matschzeug. Also, wie man hier sehen kann... Hier kannst du ja mal ein Close-up gerade zeigen. Wie man hier sehen kann, haben wir einmal hier eine EPDM-Schicht. Das ist alles EPDM, damit das Haus schön dicht ist von oben. Hier ist unsere Regenrinne. Die ist eigentlich ganz schön eingebettet in der Hausfassade, würde ich mal sagen. Ich gebe dir das mal. Mhm. Seit unserer Ankunft sind wir nicht einmal hier oben gewesen und haben das hier mal von den Blättern befreit und von dem Schmutz. Wir wollen natürlich hier noch eine Lauffläche verlegen. Später. Soll ja auch wirklich unser Balkon werden und hier dann eben irgendwo das Geländer verankern. Da sind wir uns noch nicht schlüssig. Das wissen wir noch nicht, wie wir das am Ende machen werden. Ich habe auf jeden Fall ganz schlimme, fürchterliche, was ist das hier auch, EPDM, Höhenangst. Daher knie ich hier auch. Ich mache das definitiv nicht im Stehen. Gar nicht. Kriege ich nicht hin. Also ich krieg's hin, aber ich... einfach, das kribbelt dann. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das kribbelt dann ja alles. Ja, dann lass mich das doch machen. Ist doch kein Problem. Möchte ich eigentlich nicht, ja. Lass meine schwangere Frau das machen, weil ich Höhenangst habe. Ja, weil mit Höhenangst zieht es dich runter. Mich zieht es nicht runter. Was für ein Abstand ich habe. Spielen wir das gleich mit Wasser hinterher, ne? Ja, ich würde nur mal gucken. So. Da kommt doch schon einiges raus. Wie süß die Schafe. Die Schafe hört man hier deutlich, ja, da hinten. Also wir haben ja damals hier eine 1-Grad-Neigung geplant und auch eigentlich umgesetzt. Das heißt, das Wasser sollte nach dorthin auch abfließen, in die Regenrinne hinein. Wir machen mal ein bisschen was rauf. Ich habe nämlich immer das Gefühl, das sammelt sich eher hier bei uns. Also hier ist immer eine kleine Pfütze. Das ist halt irgendwie das Problem auch. Das ist nicht wirklich... Guck jetzt, Mandats. Wandert aber immer uns. In die Richtung. Es wandert in die Richtung. Das heißt, wir haben hier das Haus entweder nicht richtig. Obwohl, es bleibt jetzt einfach geht's. Stehen. Aber ja, interessanterweise geht es tendenziell, wenn es mal wirklich Tage durchregnet, ja, immer eher in Richtung Fenster. Was zum Glück nicht schlimm ist, weil wir die EPDM-Folie noch haben hinter das Fenster ziehen lassen. Das heißt, selbst wenn hier wochenlang ein See wäre, brauchen wir uns keine Gedanken machen. Aber es ist halt doch komisch, dass wir uns die Frage stellen, hätte die Neigung nicht noch ein bisschen steiler sein sollen. Aber klar, wenn wir hier auch auf der Terrasse sind oder sitzen und Ilan hat eh schon Höhenangst, dann ist natürlich das Gefühl, wenn es abwärts geht, auch nicht so schön. Also da müssen wir einfach mal gucken oder das zumindest bei unserer Terrasse, die wir noch bauen wollen, berücksichtigen. Also ich dachte ja, dass wir damals hier relativ schnell das Geländer auch hochziehen. Jetzt haben wir es bis jetzt noch nicht gemacht, weil wir eben noch das Problem haben, wo verankern wir das Geländer? Das ist wirklich noch ein Thema für sich. Deshalb sind wir auch nie hier oben, beziehungsweise ich nicht. Aber du bist auch nie rausgegangen, ne? Also du trinkst jetzt auch nicht deinen Kaffee hier morgens oder so. Nee, oder deine aber Zitrone. Ich genieße das gerade voll. Wir machen die Rinnen jetzt erstmal fertig und dann schauen wir mal, dass wir mit einem Wasserschlauch hier vielleicht einmal nochmal durchspritzen und gucken, ob unten auch Wasser ankommt. Ob was ankommt unten. Ja, kommt das an. Ja?
Ja. Hoppala! Kommt sehr viel an. Da war richtig. Ich liebe die Jungs. Richtig Dreck. So Matschdreck. Matschdreck. Super. Hätten wir gar nicht fegen brauchen. Nee. Naja, beim nächsten Mal wissen wir's. Gut? Ja, läuft sehr gut. Eigentlich können wir die Fassade gleich auch mal abspritzen. Nee, die Reifen sauber machen. Ja, die Reifen sind noch sauber. So, hast du dein Osterhäschen jetzt vernascht? Naja. Hör mal, jetzt habe ich ein bisschen Nervennahrung gebraucht aus der Aktion. Ja, dann kannst du ja jetzt am Boden hier mal unsere Reifen. Moment, Licht. Unsere Reifen mal sauber machen. Was hältst du denn davon? Ganz viel. Happy? Yes. Wir haben hier noch 4 Radabdeckungen, so sehen die aus, UV geschützt, damit über die Jahre oder je nachdem wie lange wir hier noch stehen, dass da der Reifen nicht zu Schaden kommt. Hast du ins Dunkel gemacht? Ein bisschen, ne? Nicht ausreichend. Jetzt kann man aber so ist ja auch erkennen. Mal schön von der Sonne geküsst zu werden. Also so. Wir wissen nicht, ob ihr uns sehen könnt. Ja, wir sehen auf jeden Fall nicht sehr viel im Display hier. Die Dachrinnen sind sauber. Es darf wieder regnen, muss es jetzt aber doch nicht. Nee. Das war uns irgendwie ganz wichtig, da mal so ein Gefühl zu kriegen, wie da oben auf dem Dach der Stand ist. Wir waren ganz überrascht, ne? Es ging jetzt ganz richtig gut. Also du hast das gut hinbekommen, ich habe ja unten nur gezittert. Du hast gut assistiert. Ja, oder so. Nee, das war super. Und die Reifen, die waren wirklich auch überfällig. Ihr wisst ja, seit dem Umzug war es ja ausschließlich matschig und das tut so gut, dass die jetzt auch mal sauber sind. Jetzt kommt man auch dazu bei so einem Wetter, ne? Jetzt hat man auch Lust darauf. Also wir gucken einfach immer, wonach fühlen wir uns gerade. Wir wünschen euch auf jeden Fall frohe Ostern und schöne Feiertage und sehen uns dann in einer Woche wieder und freuen uns auf euch. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Yeah.